Willkommen, liebe Clasher. Heute eine brandheiße Information zum Update, ganz speziell aus dem The One and Only Update Thread, nämlich zum Thema Sneak Peeks. Und da steht, sehr wahrscheinlich wird es keine Sneak Peeks geben, denn ich kann mir gut vorstellen, dass alle gleichzeitig zu diesem riesigen Update ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen und alle gleichzeitig überrascht werden. Da bin ich super gespannt und ich hoffe, es kommt bald für euch und für alle auf einmal. Richtig cool. Also, da bin ich mal richtig gespannt auf das Ganze und ich freue mich darauf sehr. Ihr seht auch unten drunter steht, nicht Town Hall 12 und keine Level 13 Walls. Ich schätze eher, dass die Level 12 Mauern noch bis zum Ende alle noch abgedatet werden dürfen. Bisher sind es 75. Sowas kann ich mir zum Beispiel eher vorstellen. Und es wird ja ein wirklich absolut einmaliges, besonderes Update werden und das steht hier auch nochmal. Genau, und the boat needs to be repairing. Bin ja mal gespannt, wann es hier möglich ist, das zu reparieren. Und damit euch das Warten nicht ganz so lange dauert, habe ich noch ganz neue Zuschauerfights hier. Und am Samstag kommt ja noch ein Video mit ganz vielen Zuschauerfights. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Fight! Jawohl, und das ist erstmal vom Aventador, dem Tobias. Der hat hier mal so ein richtig fettes Ding wieder erwischt hier. Wieder so eine Legende hier ganz oben, rappelvoll. Lieben Gruß an Made Südtirol, den Clan. Und der hat auch wieder richtig viel Loot dabei. Den Ghost hat er hier angegriffen von Black Pearl mit Hexen und Bowlern davor. Sehr geil, also diese Kombination finde ich auch unheimlich interessant und ich mag ja sowieso Bowler und optisch sieht das richtig schön aus. Und so geht er hier in die Mitte hinein, seitlich geklärt mit den Bowlern und den Hexen und in der Mitte mit dem Kern-Kill-Squad voll rein, gehen Warden richtig gezündet, richtig schön erwischt und da geht es, oh, der Single Inferno brutzelt aber auf dem Golem in der Mitte rum. So, und jetzt hat er es auch mit Wut in der Mitte unterstützt und so räumt er hier richtig schön die Mitte ab. Eine super Kombination. Sehr, sehr geil. Und da sieht man, da lebt noch einiges hier. Sehr geiler Fight hier. Vielen, vielen Dank fürs Schicken. Wenn ihr auch mal Fights habt und mir senden möchtet, dann schaut euch Video 238 an. Dort ist eine Anleitung drin, wie das am besten geht. Gibt natürlich vielleicht auch andere Wege. Das ist zumindest einer, wie es denn möglich ist. So, und jetzt haben wir hier noch Verteidigungsanlagen. Da ist oben der Magierturm, der ist jetzt fällig. Die Queen ist noch zündbar. Dann haben wir noch einen Magierturm unten mittig mit den zwei Kanonen und dem Tesla. Da stehen noch unheimlich viele Lager dort. Die können natürlich eine Menge ab, aber super, die Helden gehen innen rein. Die können natürlich super hier bei so einer Ringbase durchrennen. Und da ist, glaube ich, diese Base dann, dort sieht man die Schwäche, die ich auch mit dem Itsu besprochen hatte bei solchen Dörfern. Dann ist das einfach eine Schwäche und so sind hier 3 Sterne angekommen. Geiler Fight, cool für euch anzuschauen. Richtig cool. So, als nächstes vom Nick einen Fight hier. Rathaus 10 ist das. Und der Nick greift hier an mit Packers, mit Magier und mit Bogidam ohne Ende. Da bin ich mal gespannt. Ja, der Golem geht schön in die Mitte hinein. So, dann ein Heilzauber da drauf. Okay, und Wut auf einer Stelle. Da ist ja meist so, dass dann schnell die Truppen aus dem Heilzauber-Range herausrennen, weil durch den Wut sie ja recht flotty sind. Okay, aber zumindest sie gehen herein. Er hat sich auch einen Babydrachen übrig gelassen. Ja, so als Joker, den setzt er jetzt auch schon. Das ist interessant. Nicht schlecht. Und da geht es jetzt weiter in die Mitte hinein. Auf jeden Fall ist er wie ein Rathaus 9er hier rein. Sehr geil. Und dann erwischt er hier auch schön den Kern dabei. Das Schöne wäre natürlich jetzt hier noch super, noch den zweiten Stern zu packen. Dann wäre es ein ganz starker Fight von unten nach oben. Sehr geil. In dem nächsten Video kommt da auch wieder ganz viel dazu. Im letzten Video von gestern Abend waren auch ganz viele solche tollen Fights dabei. Also was ihr hier schickt, ist wirklich geil. Oh, jetzt ist aber die Queen leider gestorben. Und wir brauchen noch 4%. Oben das Lager, unten das Lager ist dabei. Das sind nochmal, ja, locker 2%. Da sind wir bei 48 und er hat noch 8 Bogies. Oh, da geht's nicht oben bei der Bauhütte. Da macht der Mörser nicht mit. Und da wird's jetzt spannend. Wird das noch ein zweiter Stern dort? Da, ja, bin ich mal gespannt. Das ist schade. Jetzt können wir ein bisschen schneller machen. Natürlich 40 Sekunden. Und oben die beiden Bogiedamen packen das nicht. 47%. So, jetzt hat er 2 Bogiedamen dort gesetzt. Erwischt jetzt aber die Bauhütte endlich.
Sind wir bei 49%. Und unten, jawohl, das Lager auch noch. Geil, cool. Also wirklich ganz starker Fight hier. Sehr geil gemacht. Und na, da außen kriegt er die auch noch, die Prozente. Wird schwierig, der Mörser wird jetzt wahrscheinlich, ja, jetzt auch, jetzt hat er schneller gemacht. Da war, doch, den hat er noch erwischt. Super, cool. Sehr geil. Und dann war die Zeit zu Ende. Ganz stark, 2 Sterne. Mit den Truppen nicht schlecht. So, der Heiko geht hier mit einem Queen Walk los. Mit Maximum Truppen auf einen Maximum Gegner. Seitliches Clearing mit Babydrachen. Erstmal als erstes Bogie-Dame da oben, um die Bauhütten wegzubekommen. Nicht, dass die Truppen nachher seitlich abdriften, das wäre dann zu ungünstig. Das kostet einfach zu viel Zeit. So, und jetzt kommt die Queen. Die kann natürlich einen guten Weg gehen, weil der Babydrache, oh, ganz knapp nicht erwischt dort. Da bin ich jetzt gespannt, welche Richtung geht die Queen? Aber ich glaube, bei so einer Base ist nicht ganz so schlimm. Das ist egal, welche Richtung sie geht. Ob sie links oder rechts rumgeht. Ja. Das auf jeden Fall aufgesprengt ist jetzt auf jeden Fall. Da kommen die Clanburg-Truppen oder das Kleinkrams drin. Und das kann man natürlich mit dem Giftzauber super erwischen. Ja, die sind dann gleich ruckzuck platt und die Hexen haben da auch überhaupt keine Chance. Die können auch die Skelette dann nicht schneller spawnen, denn die werden ja auch ausgebremst durch den Giftzauber. Das dauert dann sehr, sehr lang. Okay. Ja. Dann geht's hier von der Seite. Oh, die Mauerbrecher sind unter Wut gewesen, haben nicht ganz die Mauer erwischt. Die sollten bestimmt noch einen weiter in die Mitte hinein. Aber hat nicht ganz geklappt. Okay, so denn auf jeden Fall ist jetzt die Clanburg fällig dort. Die hat ja auch unheimlich viele Trefferpunkte, bis sie endlich mal kaputt ist. So, und die Queen geht jetzt linksseitig rum. Da hat sie auf jeden Fall ihre nächsten Ziele. Und es ist optimal gelaufen, dass die Queen immer schön angeschossen wird und der Warden dahinter ist. So, und jetzt kommen schon mal die Blockertruppen aus der Clanburg. Dann Bowler dazu, seitlich. Und ja, sind noch 11 Bowler und 5 Valkyren da. Jetzt kommen die restlichen Bowler mit Sprungzauber auf die Ecke rein. Er wollte bestimmt erstmal die Ecke sicherheitshalber wegklären, dass die Bowler auch reingehen und nicht im Kreis komplett außenrum gehen. Jetzt der zweite Sprung in die Mitte. Nehmen die das? Da stehen noch so viel verlockende Gebäude außen. Der King geht zurück. Der will in die Mitte. Okay. Und die Barbaren des Kings sind in die Mitte gegangen. Interessant. Okay, die gehen jetzt auf jeden Fall im Kreis herum. 5 Valkyren haben wir noch. Ja, er hat angetestet mit einer Valkyre oben links und die hat das Ziel, das Rathaus erwischt. Er hat die Valkyren dann auf den Weg gebracht. Ja, und Wutzauber drauf, auf jeden Fall ganz sicher. Das Rathaus ist ganz sicher fällig. Und die Valkyren gehen wieder raus. Oh, die gehen oben rum. Cool wäre es natürlich, wenn sie sich unten mit den Truppen zusammengetan hätten. Dann wäre es eine schöne Kombination gewesen. Aber okay, sowas, so denn. Ja, und dann gehen die Truppen hier im Kreis weiter und können den Gegner-Queen erwischen. Jetzt muss aber auch gezündet werden. Ja, wird schwierig, hier noch auf 3 Sterne zu gehen. Da ist so viel noch hier am Stehen dort. Der Inferno ist ja auch noch da. Der X-Bogen, der ist auch gnadenlos da am Draufschießen. Kann nur noch gucken, die Heiler sind dahinter. Der Fight geht auch nur noch 9 Sekunden. Auf jeden Fall ganz stark hier und richtig viel abgeräumt. Von der Nummer 3 auf die Nummer 1. Beide ziemlich maxed out. Also fairer Kampf. Zeit zu Ende. Starke 80%. Sehr geil. So, und das ist meine Death von mir. Mit 20 Bowlern von Fede. Der wird sich bestimmt gefreut haben bei so viel Ressourcen. Schaut euch das mal an, wie viel das hier ist. Das ist echt der absolute Wahnsinn wieder mal, was ich ihm anbiete. Und der geht hier oben auch mit einem Queenwalk rein. Auch wie eben der Fight mit den Riesen als Blocker. Dann die Mauerbrecher sind getrennt gelaufen. Wie unangenehm. Dann gehen sie dann weiter, auch im Kreis dort. Sehr geiler Fight hier auf jeden Fall. Kann ich euch versprechen, hier knallt es jetzt richtig. So, aufgesprengt ist. Die Riesen gehen als Blocker rein. Die Queen kriegt sie jetzt ganz schön ab. Ja, jetzt wird sie endlich geheilt. Das war schon mal ganz wichtig dabei. Ich gehe mal noch näher ran, damit man das besser erkennen kann. Oben jetzt die ganzen Bowler hinterher. Alle auf einen Haufen. Das ist sein Kill-Squad hier. Dann den Warden schon gezündet. Sehr früh zumindest. Die Queen geht alleine außenrum mit den Heilern zusammen. So, und jetzt gehen die Bowler hier richtig zur Sache. Sieht optisch richtig schön aus. Ich habe kein Problem davon, mal einen Fight von mir zu zeigen, wo ich mal richtig erwischt werde hier. Und das ist hier so richtig schöner Fight hier. Voll reingerannt in mein Dorf. Sehr geil. Und die Mitte schön entkernt. Sehr, sehr schön. Überall passiert hier was an jeder Ecke. Die Queen außen muss ich jetzt erstmal durch die Wand bohren. Die kann noch gezündet werden. Ganz viele Bowler noch dabei. Und der King
ist dabei und muss jetzt durch die Wand durch. Mein eigener King rennt jetzt auf ihn zu. Ich glaube, dann wird er jetzt erstmal fertig sein. Da hat er kurz einen Prozess gemacht. Aber schon ganz starke 65% gleich. Sehr geil. Und das wird bestimmt noch einiges, weil die Queen kann jetzt noch gezündet werden, was er bestimmt jetzt gleich machen muss. Jawohl. Und da sind noch Bowler auf der anderen Seite. Die stören sich an diesem Hund von mir überhaupt nicht. Zurzeit pushe ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich warte jetzt darauf ab, bis das Update kommt. Ich habe gut Folge in die Lager und kann richtig sofort loslegen. Bin gespannt, was da alles Tolles kommt. Es wird bestimmt riesig und man braucht ganz viele Ressourcen. Bin ich ganz, ganz groß gespannt danach. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Die Queen ist immer noch gut dabei, gut geheilt. Da ist natürlich jetzt gleich die Luftverteidigung. Und jetzt der Hund will natürlich auf die Queen gehen. Und dann ist sie natürlich fällig und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel mehr werden. Denn wenn der aufgeploppt ist, kommen noch die ganzen Lava-Welpen und das dauert dann auch wieder eine halbe Ewigkeit. Ja, und die gehen dann auch noch alle auf die Queen drauf. Auch auf die Heiler natürlich. 86%, ganz stark, also wirklich cool. Ja, heute habe ich mal mein anderes Mikrofon nehmen können. Das ging mal gerade. Da könnt ihr mal hören, wie das dann beim Livestream klingt. Ich hoffe, es haben euch diese Fights und diese Informationen gefallen. Wir freuen uns alle darauf. Bis bald. Bye, bye. Morgen kommt ja auch noch ein Video, ne? Bis denn. Bye, bye.